So, herzlich willkommen zu Mein Klo Let's Play. Ja, erstmal wieder das Rhetorische, was hat sich getan? Naja, eigentlich eine Menge, also naja, eine Menge nicht, also ein bisschen was vergleichsweise. Ja, das Übliche halt. Zum einen, was mache ich gerade? Zum einen. La, 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 muss mir kurz überlegen, genau. So. Zum einen habe ich jetzt mittlerweile noch zwei neue Server. Yay, ich hatte ja noch nie genug. Nein. Und zwar habe ich ja meine fünf Server für, ne? Meine fünf. Naja, also meine zwei Hauptserver, den Mindclone-Server und also den German Mindclone 2-Server und den German Vanilla-Server. Und dann habe ich ja noch meine drei Nebenserver, die Carpentin, Etherwheel und Creative-Server. Und das sind ja alle Server, die unter Mytest 5.2.0 Dev laufen. Und es gibt aber halt auch manche Spieler, oder mittlerweile sogar relativ viele, die, oder immer noch relativ viele, die nicht Mytest 5 benutzen, sondern immer noch Mytest 0.4.x. Und für die habe ich jetzt noch mal separate Server aufgemacht, wobei das keine neuen Server sind. Was suche ich hier gerade? Das kommt alles weg. So. Sondern das sind quasi, also der eine Server ist neu, und zwar habe ich ein, hier sieht man ja meine ganzen Server. Mein Klon, Etherwheel, Captain Vanilla, Creative. Wie gesagt, nur die, die German-Strich-Server sind meine. Heißt also, dieser Landwash-Server hier, der ist nicht von mir. Nur damit es da keine Verwirrungen gibt. Aber die vier und der hier oben, also quasi meine fünf Hauptserver. Und wie man sieht, habe ich jetzt hier noch zwei weitere Server zu laufen. Einmal eine Alternative zu dem Vanilla-Server für alle, die Mytest 0.4 nutzen. Der läuft auf einem, Raspberry Pi 3B Plus. Deswegen heißt er auch Raspberry Pi Server. Da können wir mal ganz kurz vorbeischauen. Mir fällt gerade ein, ich habe mich da noch nie angemeldet, oder? Wollen wir sehen? Eigentlich nicht. Das ist einmal der hier. Da habe ich natürlich auch schon ein bisschen was gebaut. Oder ist einer gestorben? Ja. Manche kennen vielleicht den Seed, also diese Map von der Grundstruktur her. Das war nämlich einer meiner ältesten Server, die ich jemals hatte. Hatte ich aber damals relativ früh wieder eingestellt gehabt. Und jetzt habe ich quasi den gleichen Seed genommen, um damit den neuen Server aufzusetzen, weil der alte Server, der diesen Seed und diesen Map-Gen, das ist nämlich der V6 Map-Gen. Und wie gesagt, den Server hatte ich ganz, ganz früher, der war noch unter mytesthosting.com gehostet. Und ja, mytesthosting ist aber absoluter Schrott. Also, sorry, ich weiß, Bashing ist nicht ganz, ne, die feine Art, aber mytesthosting.com ist halt leider absoluter Müll. Dementsprechend habe ich halt auch kurze Zeit danach dann meine eigenen Server aufgemacht. Und der Server auf mytesthosting, der war halt inaktiv und der war auch nie on. Danke an mytesthosting dafür. Und ja, dementsprechend wurde diese Map hier halt ein bisschen vernachlässigt damals. Ich habe aber den Seed, habe ich halt genommen. Und quasi damit, wie gesagt, eine eigene Map jetzt gemacht auf dem Raspberry Pi 3. Für die ganzen Mytest 0.4 Spieler. So, und natürlich hier auch schon ein bisschen gefleißig gebaut am Spawn. Hier so eine kleine, ja, Standardhütte. Also, das ist einfach so ein hochgezogenes Haus. Hier ist auch nichts drin. Das ist einfach nur, damit hier die Landschaft ein bisschen schöner ist. Das Haus da vorne genauso. Das ist quasi einfach so eine kleine Strandvilla, sage ich jetzt mal. Oder Seevilla, nennt wie ihr es wollt. Teichvilla. Schön ein bisschen modernere Bauart, so mit Glasfassaden und so ein Scheiß. Hier so schön am Teich. Bisschen offener. Ach so, siehst du? Und dann natürlich, habt ihr natürlich schon gesehen, klar.
Aber muss ich nochmal erwähnen? Zwei Neon Cats. Yay! Übrigens läuft auf allen meinen Servern diese Neon Cat Mod. Ich weiß, es ist ein Rechtsstreit, weil Neon Cat ist nicht offen. Das heißt, Neon Cat ist eigentlich illegal. Aber ganz ehrlich, fuck off. Es ist ein Easter Egg. Neon Cat ist einfach für jeden Liebhaber von irgendwas und vor allen Dingen von jedem Japaner-Liebhaber oder Japan-Liebhaber. Es ist ein Must-Have für mich. Und deswegen läuft auf allen meinen Servern diese Neon Cat Mod, auch wenn diese aus meinem Test leider entfernt wurde. Naja, nicht leider, es war halt ein logischer Schachzug von meinem Test, weil, wie gesagt, ist nicht legal, das drin zu haben, und deswegen ist jetzt eine externe Mod und die habe ich halt drauf auf allen Servern. Deswegen gibt es auf meinen Servern immer noch diese Neon Cats überall zu finden, also überall nicht, die sind extrem selten. Und da habe ich halt hier bei dem Server aber nur auch zwei direkt am Spawn. So, genau. Das, wie gesagt, meine beiden Häuser, die einfach nur so als Demo dienen. Dann habe ich hier noch ein, naja, funktionelles Haus, eher weniger. Ist auch nicht funktionell, aber ist wesentlich besser ausgestattet. Und zwar ein Hotel. Ihr kennt ja bestimmt schon meine Hotels von meinem Vanilla-Server und dem Minecraft-Server. Und hier habe ich jetzt noch so ein Mini-Hotel gemacht. Sieht man ja auch, wesentlich kleiner. Für den hier. Und ja, das sind auch keine Hauptserver, das sind auch keine Nebenserver, sondern das sind Server, die ich weitestgehend sich selbst überlasse, und zwar komplett sich selbst überlasse. Einfach nur für die Minecraft 0.4 Spieler. Ich spiele zwar hier auch aktiv, aber ich mache hier kaum administrative Eingriffe. Also ich überlasse die Server hauptsächlich sich selber. Die Bereiche, die ich gebaut habe, habe ich protected. Alles andere ist mir egal. Also wenn hier jemand was bauen möchte, okay. Wenn hier irgendjemand, ich sag immer nichts dazu. Genau, hier noch so ein schönes, was übrigens neu ist. Gibt es nur bei dem Hotel bisher. So ein Sichtfenster nach unten, finde ich ganz nice. Hat sich irgendwie so angeboten und habe ich gedacht, weißt du was, kannst du ja mal bauen. Weil das Hotel ja sowieso hier eher so glasig gebaut ist. Ja, hier ist dann so direkt, das hier ist mein Raum. Hier ist auch mein Hauptpunkt gesetzt übrigens. Und hier habe ich so richtig schön Aussicht, so zum Spawn und zum See und dies und das und jenes. Da hinten hat Chest, also nicht die Kiste, sondern ein Spieler-Chest. Hat da hinten so schön Smiley gebaut, der hat hinten auch Gebäude gebaut. Genau. Dann habe ich noch als Easter Egg da hinten noch ein Hotel. Aber wie man sieht, ist das kein, ich sage jetzt mal, fertiges Hotel, sondern das ist so wieder als Anspielung. Ein Rohbau, also ein Hotel, was sich halt noch im Bau befindet. Da ist halt bisher wirklich nur die Betonstruktur oder Stahlbeton, wie es im Echten natürlich, und die Dachstruktur, und mehr ist da noch nicht. Genau. Ansonsten, das war es soweit für den Spawn. Und dann habe ich natürlich auch noch hier, wie gesagt, ein kleines Wegesystem gebaut. Oh, Anna ist on. Schau mal nach, guck. Kleines Wegesystem, sogar mit Gleisen. Oh. Da fährt doch eine Lore. Lol, interessant. Bleibt bei mir. Na gut. Warum auch immer hier eine leere Lore rumrollt. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist da jemand mit einer Lore gefahren und dann gelieft. Sind hier mehrere? Warum höre ich immer noch die Lore, wenn sie schon längst weg ist? Maites, wir lieben dich. So, dann haben wir hier... Oh, ich bin schon fast am Verhungern. Na egal. Da gehe ich zum Sterben an Spawn. Easy. Hier auch noch so ein kleiner Bahnhof. Hier sind so die ersten Häuser von Mitspielern, also nicht von mir, sondern sieht man ja hier von Juju12. Die hatte ich, glaube ich, sogar schon mal erwähnt, weiß ich gerade gar nicht. War ja klar, bin zu fett. Und da hinten, das war mein erstes Haus hier auf dem Server. Das war auch noch, ist auch noch ein bisschen abgelegen, weil am Anfang habe ich den Spawn komplett in Ruhe gelassen. Da hatte ich am Spawn plus ein paar Wege gebaut und das war's.
Und mein erstes Haus, was ich hier gebaut hatte, war das Haus. Da habe ich auch direkt schon auf dem Forum schon ein paar Bilder geschossen. Support bei dem, was man alles mit Vanilla Doom bauen kann. Ich sag mal Vanilla Doom. Vanilla Mindtest, weil hier auf dem Server gibt es nahezu keine Mods. Die einzige, also es gibt ein paar Mods natürlich, die den Server als solches abrunden, zum Beispiel diese Area Mod oder Unified Inventory oder ähnliches. Aber so In-Game Mods, also Sachen, die Blöcke hinzufügen oder Tiere, gibt es hier alles nicht. Das Einzige, was hier so im Großen und Ganzen gibt, ist einmal Bone Meal, dann Big Chest, also diese Kiste, die man aus zwei Kisten zusammenbauen kann, oder Large Chest. Und das war's eigentlich auch schon. Mehr gibt's hier gar nicht. Also, ja, gut, okay, hier noch Replace und das gehört ja dazu. Ansonsten ist hier halt nur der Classic-Stuff Stuff drauf. Also, und natürlich hier die Backpacks von Unified Inventory. Ist ja auch in-game quasi dann. Und Rüstung. Das war's. Mehr gibt's hier nicht. Und zwar, wie gesagt, Bone Meal. Hier sieht man es ja auch, da die drei Bone Meal Dinger. Und das war's. Ansonsten ist hier alles Vanilla. Und ja, da habe ich halt mal so, wollte ich mal selber für mich auch gucken, was man so bauen kann, komplett ohne Mods. Und es sieht tatsächlich relativ cool aus. Ich komme nicht rauf, danke dafür. Tada! Man muss ja angeben als Admin, kennt man ja. Ja, das so zu meinem Haus. Genau. Ja, das war's mit dem Server. Den habe ich halt wie gesagt erstellt. Gehe ich mal wieder zum Spawn. By the way, ganz ehrlich, mit den Stats kann ich mich auch mal selbst umbringen hier. Kill me. Also, dann haben wir, wenn wir hier wirklich irgendwann mal spielen sollten, was ich aber nicht glaube, einen frischen Account quasi. So, das war das. Ansonsten habe ich auch, das habe ich aber glaube ich schon erzählt, dass ich mittlerweile einen dynamischen DNS-Server benutze. Da heißt also, man spricht mich nicht mehr über eine IP an, sondern direkt über eine Adresse. Was den Vorteil hat, dass wenn man mich einmal hier in der Liste gefunden hat, das auch bleibt und man mich nicht immer wieder raussuchen muss. So wie es halt normalerweise auch sein sollte. Genau. Und dann gibt es halt noch mein Clone 2 0.4x Server. Ich weiß gar nicht, wie lange geht die Aufnahme schon. Nicht, dass ich hier jetzt total quatsche. Das wäre nicht so gut. 2,1 Gigabyte. Ah, ich glaube, das hält schon rum. Eieiei. So, Achso, die 12 herzlich Minuten. willkommen. 12 Minuten gerade mal. Das geht ja noch. Gut, das sage ich dann auch nochmal schnell. Ist ja sowieso eigentlich hier gerade mein Clone Let's Play, ne? Und nicht mein Test. Von daher passt der sowieso ein bisschen mehr. So. Und Leute, die schon früher auf meinen Servern gespielt haben, werden sich hier direkt wohlfühlen. Welches Passwort nehme ich denn? Ich mache einfach so hier. So easy. Noch zwei neue Passwörter, die ich mir jetzt merken muss. Danke dafür. Ich werde irgendwann definitiv Fahrt durcheinander kommen mit den ganzen Passwörtern. Ich muss mir unbedingt mal aufschreiben. Naja, zur Not. Wenn ich irgendwann Passwörter vergesse, kann ich sie als Admin immer zurücksetzen. Aber scheiße. Egal. Ja. Und das hier ist. Was braucht man denn bitte? Das hier ist mein uralter Server. Mein allererster Minecraft-Server, den ich damals hatte. Wie gesagt, alle, die früher auch Minecraft auf meinem bei mir gespielt haben, die kennen den Server hier, die kennen diese Starthotel. Und vor allen Dingen, die kennen halt den Spawn-Punkt. Das war die Welt. So, bin ich leiser. Das war die Welt vor der Welt, die es jetzt auf meinem Minecraft-Server gibt. Quasi ja, meine alte Map. Und hier habe ich also keine neue Map erstellt, sondern habe halt quasi die alte Map hier nochmal aufleben lassen. Für diesen alten 0.4-Server. Weil ist ja jetzt auch 0.4-Server. Und da dachte ich mir halt, naja, wenn schon alt ist, kann ich auch die alte Map benutzen.
Allerdings wird hier nicht mehr aktiv weitergebaut, heißt also, der Spawn ist quasi genau so, wie er jetzt ist, soll er auch bleiben. Deswegen habe auch nur ich Rechte auf dem Spawn, obwohl die ganzen Gebäude hier nicht von mir gebaut sind und früher halt anderen gehörten. Das hier war von Master Warcraft, das war von JJK1, das war von Oni. Aber wie gesagt, derzeit gehört halt alles mir. Und ist halt alles samt einfach als gesamte Fläche, als Spawn-Point quasi protected. Und wie gesagt, ist halt einfach nur zum Angucken für Neuankömmlinge, damit die schon mal was sehen können und sich dann ansonsten in die Welt draußen verpissen können, um da zu bauen. Ja. Ansonsten, ich weiß gar nicht, die Map hatte ich ja damals, hab ich ja schon mal in der Special-Folge gezeigt. Das heißt, die Map an sich müsstet ihr bereits kennen. Was ich aber auf jeden Fall nochmal zeigen möchte, weil das quasi mein Highlight für diese Map ist, ist hier dieses Hotel. Wobei JJK1 schon angekündigt hat, dass sie auf der aktuellen Minecraft-Welt auch so ein Museum baut. Oder schon gebaut hat, weiß ich gar nicht. Museum in dem Sinne, dass hier quasi einfach mal Revue passiert wird und einmal alle Biome ausgestellt werden. Hier einmal, naja, so Steppen, Gras, Dingsbumster-Biom, hier so klassische Dschungelbiom, ne, hier Wüstenbiom und so weiter und so fort. Also einmal alle Biome, die man so hat. Über mehrere Etagen natürlich und so weiter und so fort. Ja, das ist geil. Und genau, das ist halt, wie gesagt, der Mein-Klon 0.4x Server. Oder nee, 0.4x Server. Okay, wir haben mal wieder direkt zum Spawn. Bam. Warum das Ganze? Wie gesagt, hauptsächlich, das ist nicht für normale Spieler gedacht. Steht da hier auch, wenn man hier on kommt direkt. Ah nee, es kommt immer als Random Message. Also immer ab und zu als Einblendung. Wie gesagt, das sind Server nur für die Spieler, die halt auf meine anderen Server keinen Zugriff haben, weil sie halt kein MyTest 5 haben, sondern noch die alte MyTest-Version spielen. Entweder wollen sie nicht wissen, wie man MyTest 5 installiert, oder einfach keinen Bock drauf haben, oder aber es gibt bestimmte Forks, zum Beispiel Multicraft, also diese ganzen inoffiziellen Forks von MyTest, die alle noch auf dem Stand von MyTest 0.4 geforkt sind und sich da seitdem auch nicht weiterentwickelt haben und sich dementsprechend nur mit MyTest 0.4 Servern verbinden können. Für all diese Leute sind halt diese beiden Server gedacht als neue Server. Oder als neue alte Server. Genau. Weil die sich ja mit meinen eigentlichen Servern allesamt nicht verbinden können. So. Ja. Das heißt für uns im Let's Play weitestgehend unrelevant. Wollte ich aber einfach mal gezeigt haben. So. Wir werden hingegen natürlich weiter hier mit dem spielen. Die beiden können auch erstmal wieder raus. Brauche ich hier nicht. Bam. Sondern wir haben hier unsere. Was? Warum sind hier so viele drin? 3, 4, 2, 1, 0, 5. Wo ist denn der Fünfer? Ich habe einen Fünfer. Nö, habe ich nicht. Hatte ich damit eine Spielewelt für Sonderzweck gemacht? Keine Ahnung. Können wir wieder weg? So. Wir haben ja hier unsere 5 Hauptzimmer. Gutchen, dann würde ich mal sagen, aufgrund der Zeit war es das mit der Folge dann auch schon. Und ab der nächsten Folge geht es ja wieder mit dem regulären Let's Play weiter. Schau mit V.